Das zweite Testspiel für den SV Sandhausen in dieser Vorbereitungsphase vor der ja jetzt schon immer näher rückenden Zweitligasaison. Und sie suchten sich gleich mal einen stärkeren Gegner im Vergleich zu Heidenheim aus. Denn es war Brøndby IV aus der dänischen Liga. Letzte Saison sind sie da Vierter geworden. Sicherten sich somit die Teilnahme an der Europa League Qualifikation. Spielten auch unter anderem ja gegen Hertha BSC Berlin. Und da schlugen sie sich ja nicht gerade schlecht. Gewannen dieses Spiel sogar in Berlin. Die Brøndbyer in Gelb und Dunkelblau. Heimspiel für sie. Sandhausen Schwarz-Weiß. Wie man es von ihnen gewohnt ist. Und auf die Aufstellung war genauso, wie man es von Sandhausen gewohnt ist. Knaller im Tor, Marco Knaller. Vollmann vorne dabei, Wungu Idika und Woten im Sturm. Wir springen direkt in die erste Minute. Der Ball in die Mitte auf Holst. Holst wird da nicht richtig angegangen von Bieler. Hat da richtig viel Platz. Der Ball in die Mitte auf Wilczek. Da war schon mal die erste Gelegenheit. Der erste Warnschuss, der Brøndbyer, die Ecke in der siebten Minute von Sandhausen in der Mitte, Wungu Idika, erste Szene da schon mal von ihm. Weiter geht's, wir sind in der 15. Minute natürlich, Fabian Holst, der war gar nicht mal so schlecht getreten, aber Knaller musste dann doch nicht mehr eingreifen. Jetzt 34. Minute, 10 Minuten vor der Pause, Knaller kann den Ball nur ins Tor aus. Abwehren. Das hätte er besser machen können. Vielleicht den Seiten aus, aber so gibt's die Ecke. Larsson, der Mann für die Standards. Und was macht Knaller? Da fliegt am Ball vorbei. Und dann ist da das 1:0 für Brøndby. Riesenpech da. Erst springt Knaller am Ball vorbei, dann klärt er auf der Linie Bieler. Und dann geht der Ball irgendwie ins Tor. Das 1:0. 40. Minute wieder. Brøndby, der Ball kommt in die Mitte und schon wieder steht da Firi. Labogang Firi. Nochmal Knaller da. Jetzt hat er mal die Parade rausgehauen, aber er hat da einiges wieder gut zu machen. Die nächste Ecke wieder Larsson. Der Ball kommt irgendwie in die Mitte. Und das war wieder mal richtig knapp, aber ins Tor aus nochmal gelenkt. Die Ecke wieder, Larsson wieder. Der Ball kommt irgendwie in die Mitte, aber da kommt Pukki dann auch nicht mehr ran. Und somit springen wir in die Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Das ist Koseki, der Ball in die Mitte auf Wungu Idika. Das 1:1, der Ausgleich, aus dem nichts kam er. Bis dahin keine einzige Möglichkeit so richtig für Sandhausen, aber es war auch noch nicht ganz vorbei, denn der Ball nochmal von Wilczek, der dann aber doch nicht den Abschluss fand. Zum Glück für Sandhausen. Jetzt springen wir in die zweite Halbzeit, 50. Minute, das ist der starke Wungu Idika. Tankt sich hier richtig schön durch. Starker Versuch, aber dann auch doch noch gut gehalten vom Keeper der Brøndbyer. Guter Versuch. Die anschließende Ecke, der Ball kommt in die Mitte, Koseki. Der Ball ist immer noch heiß. Der Ball auf die Außen, Woten kann den aber nicht mehr kontrollieren. Somit der Ball ins Ausgeklärt, dann sind wir schon in der 60. Minute. Langsam müssen sie vielleicht sogar auf sie spielen, die Sandhäuser, denn sie waren jetzt besser. Diese Szene 2 gegen 1 und am Ende war es dann doch einer zu viel. Schade drum. Riese Möglichkeit dafür Sandhausen. Jetzt sind wir schon in der 83. Jetzt wird es richtig brenzlig da für die Brøndbyer. Irgendwie kommt Koseki in die Mitte und in der Mitte. Da steht Vollmann. Das 2:1 am Ende ist dieses Tor extrem verdient. Denn Brøndby tat in der zweiten Halbzeit eigentlich gar nichts mehr fürs Spiel. Und dann steht Korbinian Vollmann in der Mitte so frei, wie er eigentlich nicht stehen muss. Da kommen sie auch nicht mehr mit dem Fuß irgendwie dazwischen. Dann keine Chance für den Torwart. Und am Ende gewinnt dann der SV Sandhausen. Mit 2:1 gegen Brøndby. Eine ganz, ganz starke Leistungssteigerung der Sandhäuser. Aber auch wie im letzten Spiel, die zweite Halbzeit deutlich besser als die erste. Am Ende steht eine 2 für Sandhausen und eine 1 für Brøndby.